Willkommen zurück zu Let's Play Sea of Stars. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sollen eine Muschel trinken lassen vom Heiligen Hain, damit wir mit Hilfe dieser Muschel unter Wasser atmen können. Ist das nicht was? Ja, ne? Ist doch was. Gehen wir rein. In den Heiligen Hain. Was wird da wohl drin sein? Nicht viel. Zumindest. Ein Lagerfeuer. Wir ruhen uns einmal aus. Sieht aus wie so eine Feenquelle aus dem ersten Zelda, ne? Zumindest das ist der Eindruck, wenn man hier reinkommt. Ist hinter dem Wasserfall was? Das muss ich kurz ausprobieren. Nein. Ah, muss man abchecken, ne? Meine Brückenbauer sollte man verklagen. Das sind doch 100%ig Gegner. Da haben sie den großen Bruder gerufen, ne? Na, was machst du? Kacksturm. Ah, das tut immer so doll weh. 64, obwohl ich abgewehrt habe, ne? Das ist heftig, finde ich. Ey, ich wollte nur ein. Mit den Schlägen aufteilen, ne? Was hat es hier mit auf sich? Oh Gott, schon wieder so ein Rätsel. Was heißt, oh Gott, ich find's cool. Ja. Korallendolch. Endlich mal was Stärkeres, oder? Also Ausrüstung ist hier rar gesät mittlerweile. Neue. Vielleicht noch Vogel, der die Mama ruft. Okay. Wie jetzt hier bei erstmal. Ne, es muss hier, ne? Es muss hier. So. Oh. Was bist du für eine Kröte? Ganui. Schlürfkuss. Igittigittigitt. Giftsalbe. Okay, das sollte jetzt nicht überleben.
Okay, was ist das hier? Verlieren unsere Reihe, lerne Kombo-Skill Mondklinge. Okay, für Kombo-Skills lohnt sich sowas immer. Da muss man ein bisschen schnell sein, ne? Da muss man schnell sein. Oh, das sind drei Kackvögel. Geh mal rüber da. Oh, die halten immer so viel aus. Wobei, die sind so stark, wenn die ihren Kacksturm machen. Alter, 66 einfach. Wow. Ist gut jetzt, reicht mal langsam, ne? So, Musik ziehe ich. Ich muss halt irgendwie irgendwas Starkes machen. Na, es reicht nicht. Nein. Eine Regenbogenschnecke. Gehen wir mal hier hin. Ein Saphirerz. Können wir gut verkaufen. Und jetzt lassen wir die Muscheln mal trinken. Die Muschel. Kann man was anderes reintun? Nein, leider nicht. Ein Keks. Kann man weich machen. Das wäre dann wohl der Altar. Also die Muscheln hier hin und... Das ist das. Ich kann die Magie spüren. Magische Muschel erhalten. Nicht, ist zum Glück nicht die magische Miesmuschel. Du kannst jetzt Unterwasserabschnitte erkunden, in denen du in Strudel tauchst. Probieren wir es aus. Ja, wir probieren es aus. Komm. Und runter. Aber hier unter kann ich nicht handpupsen. Das geht nicht. Ja, aber cool, dass es überhaupt geht. So viel Fleisch. Ja, und jetzt kommen wir am Anfang wieder raus, ne? War mir klar, habe ich schon gesehen, das Loch. Genau dieses habe ich schon gesehen. Gut. Wir sollen vom Schmerzensdings da wegbleiben, vom Schmerzensberg da oben, ne? Bleiben wir aber auch. Ich höre mal auf die Leute. Es wurde. In Rollenspielen heißt das nicht immer umsonst. Es gibt oft in Rollenspielen, Final Fantasy 9 zum Beispiel, oder vielleicht kann ich auf Anhieb jetzt nicht eine sein, aber es gibt oft genug Videospiele, die sagen, ey, wenn du darüber weitergehst, solltest du nicht weitergehen. Wenn du da weitergehst, triffst du halt plötzlich Level 50er Gegner und so. Ist halt nicht so toll, ne? So, wir haben's. Danke, dass ihr unsere Tradition respektiert. Nun könnt ihr das Dokari-Dorf jederzeit besuchen. Wann immer ihr bereit seid, der Weg führt durch den großen Strudel. Yay! Besuchen wir das Dorf. Oh. Hi.
Willkommen im Dokari-Dorf-Abenteuer. Es ist lange her, dass wir Besuch hatten. Schön, euch zu sehen. Wir suchen nach dem Orakel der Gezeiten. Natürlich tut ihr das. Der Tempel liegt nördlich von hier. Dort residiert das Orakel. Er erwartet dich bereits. Zweifellos. Was mich am meisten interessiert, sind eure Ausrüstungsgegenstände. Manche Dokari ziehen es vor, sich stets in den inneren Kammern aufzuhalten. Der übrige Stamm findet dieses Verhalten nicht anstößig. Stattdessen feiern wir die Individualität der einzelnen Gemeinschaftsmitglieder und ermutigen sie dazu, sich frei auszuleben. Stummhocker also. Wofür ist der Schalter? Achso. Dann kommen wir da wieder hoch. Lustiges Dörfchen. Regenbogenschnecke. Hallo. Ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Gibt es den Ältesten des Nebels wirklich? Ja, allerdings. Wow. Ich würde zu gern mit meinem Sohn die Welt bereisen, aber wir wollen auch unseren Familienladen betreiben. Wir überlegten nach Prism zu ziehen, aber dort ist alles viel zu befestigt. Wir würden den Durchbruch niemals schaffen. Murph, das klingt interessant. Wir werden sofort unsere Sachen packen. Danke, kommt mal bei uns vorbei. Okay, man kann die Leute rekrutieren. Für unser Dorf. Für so ein Multikulti-Dorf, das ist cool. Das gefällt mir. Wenn die eh nicht hier sein wollten. Oh Gott, dann kann ich auch irgendwie wieder raus. Hier haben wir eine Herberge. Da kann man gleich hier. Ach komm, wo seid ihr denn hier gelandet? Ich dachte, Räder wäre schwer zu begreifen, aber ich habe gerade ein paar Partien gespielt. Jetzt macht alles Sinn. Es macht ja auch alles Sinn. Ich habe es auch verstanden, aber ich dauert jetzt lange. Wenn ich jetzt daran sitze, dann ist der Part auch fast zu Ende, wenn ich jetzt anfange, damit zu spielen. Seid gegrüßt, Reisende. Braucht ihr ein Zimmer? Ja. Süße Träume. Danke. Sonst so? Das Orakel der Gezeiten. Hoffentlich gelangen wir so nach Mesa Island. Hey, wollt ihr eine Geschichte? Ja. Achso, nicht. Neu, nichts Neues. Teaks. Die Muschel ist so schön und atmet Wasser. Das ist zu viel. Ja, ruhen wir uns aus. Am Lagerfeuer unter Wasser. Da oben ist auch schon eine. Jedes Dokari hat eine innere Kammer. Wir begeben uns in den Teil über der Oberfläche, wenn wir Gesellschaft wollen. Innere Kammern sind privat und an die Bedürfnisse ihrer Besitzer angepasst. Besucher können jedoch jederzeit nach Belieben kommen und gehen. Seid nicht schüchtern. Achso, ist quasi der Eingangsbereich eine große Eingangshalle und dann im hinteren Bereich ist privat. Hallo. Willkommen. Wir führen jede Menge Ausrüstung. Perlmut. Esser verkaufen. Ich hab viel Zeug. Auch viel Schwachfuger, die ich nicht mehr brauche, ne? Ja, wozu, ne? Noch Rüstung, bin ich mir noch nicht sicher. Und hier haben wir viel von Meeresfrüchten, aber so viel, aber es kostet. Aber guck mal, kriegen wir immer nur eins. Also das lohnt sich. Wenn man Geld braucht, dann lohnt sich gar nicht. So, Perlmutkittel. Die Dokari-Rüstung. Ja, komm hier. Korallen durch brauchen wir nicht. Okay, dann sind wir bestens ausgerüstet. Und du so? So den Items? Ja. Bola Base. Das ist Französisch, kann ich nicht. Komm. Nur besser, wenn man sich nicht selbst bereitet. Muss. Bloß. Das ist heftig.
So. Und das ist jetzt privat. Im Norden liegt das schreckliche Berg, den wir Schmerzensspitze nennen. Es heißt, Krieger der Sonnenwende hätten vor Generationen Böses darin eingeschlossen. Ich frage mich, was es so schrecklich sein kann, dass es selbst sie davor geflohen sind. Puh, jetzt habe ich Angst. Und ich erst. Ich muss mich da wahrscheinlich, dem wahrscheinlich stellen. Ach, das ist ein schönes Örtchen hier. Ein bisschen nass, ne? Da wollen wir als letztes rein. Jetzt sehe ich. Guten Tag, Abenteurer. Warte einen Moment für einen alten Mann. Vielleicht, worum geht es? Um meine drei Enkelkinder. Sie wollten Verstecken spielen und nun, ich kann sie einfach nicht finden. Sie haben die Angewohnheit, sich wahllos in innere Kammern zu verstecken. Und da ich die ältere Generation gegen angehöre, dringe ich nur ungern in die Häuser anderer Leute ein. Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr sie finden könntet. Okay. Ja, gut. Hier ist einer. Nee, gar nicht wahr. Was ist das? Hallo, Abenteurer. Gratuliere. Ihr habt mir in das Wundermarkt getroffen. Tauscht eure Regenbogen-Meeresschnecken hier gegen Einzigartiges. Oh, du führst einen Laden? Den Wundermarkt. Opa hat mir allerlei Items und Relikte hinterlassen. Jeder, der mir etwas für meine Regenbogen-Meeresschneckensammlung bringt, was ein langes Wort, darf er das mitnehmen. Klingt lustig. Wo finden wir sie? Überall. Allerdings den Regenbogen-Meeresschnecken, gerade letzte Schreie, sind vermutlich schon einige weg. Ihr müsst in den geheimen Bereichen suchen. Oder ihr überzeugt andere Leute, euch ihre zu überlassen. Du scheinst recht erfahren für dein Alter. Ein Handel beruht auf beiderseitigen Nutzen und Tausch. Ich weiß Bescheid, ihr könnt Pläne für den Bau einer Taverne und ein Fischerhaus in einer der von euch gegründeten Stadt bestimmt nicht widerstehen. Wie? Ihr zieht epische Beute wie Relikte vor? Ihr seid im richtigen Ort, Krieger der Sonnenwende. Seht ihr? Beiderseitigen Nutzen. Wenn ihr für mich arbeitet, wird meine Schneckensammlung der Knüller. Ja, du steckst voller Tatendrang. Die Frage ist, steckt ihr voller Regenbogen-Meeresschnecken? Ich weiß nicht. Lust auf Handel? Belohnungsliste. Wie viel habe ich denn? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Etwas Soziales, etwas Nützliches, etwas im Handeln, etwas Großzügiges, etwas Scharfsinniges. Okay. 11 Meeresschnecken. Glückwunsch, ich habe etwas für euch. Pläne für Taverne. Und ein Füllhorn. Was macht denn der Füllhorn? Max, was? Maximale Gruppen-LP plus 20? Okay, aber wie viel ist das nächste? 19. Ja, so viele Meeresschnecken gibt es? Warum ist das so komisch aufgebaut hier? So will doch keiner leben. Ja gut, die hier, ne? Schon, aber... Hey, wer seid ihr? Wir sind im Auftrag des Opas hier. Oh, er hat euch geschickt? Ja. Wird langsam Zeit, ich langweile mich. Tja, gewonnen. Saphirbarren. Wir Dokari haben eine besondere Beziehung zum Wasser. Es fühlt sich auf unserer empfindlichen Haut wie eine Hülle an und beruhigt uns. Wenn wir zu viel außerhalb des Wassers verbringen, fühlen wir uns beklebt und sehen uns nach einer Behaglichkeit. Jeder von uns hat diesbezüglich eine eigene Grenze. Manche ziehen es vor, stets in ihrer inneren Kammer zu bleiben. Ihr könnt sie gerne besuchen, indem ihr die Wasserstrudel benutzt. Die Empfindlicheren unter uns werden mitunter vergessen, doch sie sehen sich genauso in der Gesellschaft wie ihr. Okay. Ich meine, okay, macht mal, wie ihr wollt. Ich bin nicht hier, um über euch zu urteilen. Ja gut, eigentlich war nicht geplant, dass ich jetzt nochmal in die ganzen Häuser reingehe, ne? Da habe ich jetzt gar keinen Bock eigentlich. Eigentlich hat gar keinen Bock. Geht zu einem Tempel, in dem das Orakel der Zeit gezeigt mit dem Wasser der Welt spricht, um uns über wichtige Ereignisse zu informieren. Wir wussten natürlich, dass ihr kommt. Tretet gerne ein. Ja gut, machen wir jetzt mal das und dann gucken wir hinterher nochmal mit den Kindern. Wie prophezeit ist eine neue Generation von Kriegern der Sonnenwende erschienen, um Rat zu suchen. Die Gezeiten irren niemals. Ich bin das Orakel der Gezeiten, einer der drei Seeherr. Willkommen. Danke, dass du uns empfängst, Orakel. Wir suchen den Weg nach Mesa Island. Ihr kommt schnell zur Sache, verstehe.
Das Monster, das ihr jagt, hat in der Vergangenheit eine bedeutende Streitmacht eures Ordens vernichtet. Nun seid nur noch ihr zwei übrig. Dennoch wollt ihr zum alten Schloss des Flashmancers ziehen? Ja, was immer nötig ist. Dann sollten wir hier wohl eine ernsthafte Audienz vollziehen. Gebt mir einen Moment, um mit dem Wasser zu sprechen und herausfinden, was der Zeitenfluss preisgeben will. Wir sind im Eile, der Eremit der Zwietracht könnte jederzeit erwachen. Kannst du uns nun nach Mesa Island bringen? Jene, die nicht hierher gehört, hat eine flinke Zunge, wie ich sehe. Ein Seher vermag keine direkte Hilfe zu leisten, sondern einen Blick zu gewähren. Ich vermute also, dass dir klar ist, dass es für dich keine Prophezeiung geben wird, fremdes Kind. Ich? Ja, natürlich. Nun gut. Kriegerkoch, tritt vor. Ey, das ist ja... Tritt vor. Du bist zu groß und in der Lage, doch dies wird sich erst zeigen, wenn es bereits zu spät ist, entsprechend zu handeln. Okay, klar. Wenn der Moment kommt, frag nach einer Flasche mit geliehener Zeit. Flasche mit geliehener Zeit? Verstehe, danke. Kinder der Sonnenwende, tretet vor. Haltet still. Sehr interessant. Doch die Reihenfolge dieser Ereignisse, wie schade. Ihr wart ehrlich zu mir, also werde ich ebenso halten. Aber zuerst ein kleiner Einblick. Jetzt, wo ich euch nicht mehr im Traum, sondern direkt vor mir sehe, weiß ich, dass die Zeit des Dokarid-Orakels vorüber ist. Schlussendlich sind also die erschienen, die wir seit Jahrhunderten erwarten. Dieser Wasserfall ist die Pforte zum größten Geheimnis unserer Welt. Eines, das ihr enthüllen müsst. Der Turm von Ant Sudlo. Ein rätselhaftes Bauwerk, in dem sich eine Tür verbirgt, die seit uralten Zeiten fest verschlossen ist. In Erwartung zweier Kinder der Sonnenwende mit einer winzigen, aber reellen Chance, das Schicksal zu ändern. In Erwartung von euch. Na bitte, ich wusste immer, dass Seelen und Valier besonders sind. Noch eine weitere Sache weiß ich mit Sicherheit. Unter allen möglichen Ergebnissen sehe ich kein einziges, bei dem ihr den Eremiten des Zwietrachtenkampf besiegt. Aber es muss einen Weg geben. Sagst du nicht, wir könnten das Schicksal ändern? Die Regeln stammen nicht von mir, Junge. Du hattest genug Zeit, die Nacht in deinen Hindernissen zu konfrontieren. Euer Potenzial ist enorm, doch ihr werdet nicht ausreichend vorbereitet sein, wenn es zum Kampf kommt. Egal, was in diesem Turm geschieht, ich sehe kein einziges mögliches Ergebnis, bei dem ihr den Eremiten der Zwietracht besiegt. Aber wir müssen kämpfen. Das werdet ihr, doch ihr werdet nicht siegreich sein. Und du, Mondmönchchen, mit einem einfachen Funken hättest du Pfade im Wasser erschaffen und letztendlich die Verbindung herstellen können. So nah und doch so fern. Doch leider scheint es, als würde das Problem die Lösung bringen. Wir werden es dennoch versuchen. Kannst du uns irgendwie unterstützen? Es liegt nicht in meiner Macht, euch nach Mesa Island zu bringen. Liegt die Lösung im Turm, in dem du erwähnt hast? Was auch immer das Schicksal für euch bereithält, der nächste Schritt führt euch mit Sicherheit durch diesen Wasserfall. Der mysteriöse Turm von Ant Sudlo erwartet euch. Besteht seine Prüfung und enthüllt das Geheimnis, das euch seit Ewigkeit erwartet. Viel Glück, Krieger der Sonnenwende. Gott, laber halt. Wir müssen noch Kinder suchen. Ja. Leider, der hätte am Anfang des Dorfes stehen müssen. Der hätte am Anfang des Dorfes stehen müssen. Kann ich hier hin? Ja. Da ist ein Kind. Weg hier, sonst fliegt mein Versteck auf. Hey, dein Opa wartet, sie zu finden. Wirklich? Aber ich wollte doch mit ihm spielen. Du hast sie wohl zu gut versteckt. Gib auf. Ha, ich bin der Beste.
Unser Stamm kam aus den blauen Tiefen, weit unter den Grund des Ozeans. Als Nomaden des Wasserfalls verfolgten wir seine Generation der Ratte der Gezeiten und errichteten unser Lager immer näher an der Oberfläche. Wie ihr sehen könnt, haben wir endlich unser Ziel erreicht. Nach der Gründung des Dukaridorfs gaben wir unsere nomadischen Lebensweise auf. Ja, erzähl mir halt ein halbes Buch, wenn ich auf der Suche nach dem letzten Kind bin. Achtung! Weil ich jetzt nicht weiß, ob die nach dem versteckt, nachdem er erstmal ihn gefragt hat, ob die da erst dann versteckt sind oder vorher schon. Und hier ist keiner. Ah, sowas mag ich nicht. Ich hasse so suchen, Sachen suchen zu müssen. Halt. Ich bin hier, um die Piraten zu sehen. Das Ding ist hier, ich weiß halt nicht, wo ich schon drin war. Also ich weiß, wo ich jetzt nochmal hin könnte. Für das letzte Gör. Also hier, glaube ich, hier war eins, ne? Ach ja. Zwei habe ich schon. Habt ihr den meine Kränkelkinder gefunden? Wir arbeiten noch bald dran. Bis bald. Ja, hier wird es wohl nicht sein. Einige von uns können zwar recht gut mit den Scheißern umgehen, aber wir sind kein Kriegerstamm. Oder besser gesagt, nicht mehr. Ja. Dann probiere ich nochmal das Normale aus. Und sonst war ich eigentlich überall, ne? Da ist ein Kind. Hallo. Hey, der Opa schickt uns nicht zu finden. Er gibt auf. Oh, er wird mit jeden Tag müder. Das macht doch keinen Spaß mehr. Dann gewinne ich wohl. Dann gewinnst du wohl. So, wir haben alle Kinder gefunden. Das ist sehr erfreulich. Da muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ja, es ist ja, das Orakel sagt, wir schaffen es nicht. Das stimmt mich, ja, ich weiß es nicht. Ich danke euch, ich liebe meinen kleinen Racker, doch sie setzen diese alten Knochen ganz schön zu. Hier, vor eure Umstände, ich schlage vor, ihr löst diese hier bei unserer örtlichen Händlerin ein. Sie hat ein hübsches Inventar. Toll. Viel Glück auf euren Reisen. Ich habe zwei weitere. Ihr habt bisher 13 Meeresstände gefunden, weiter so. Ja, yeah. Wie bei Dragon Quest mit den Mini-Medaillen, ne? Gut. Dann viel Glück, Krieger der Sonnenwende. Machen wir das im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.